Ja, hallo Freunde der Nacht, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und Psychologe und dies ist mein Videoblog. Ja, bei mir ist mein Sohn da und wir fanden erstmal noch seit Ewigkeiten wieder Snowboard, freue mich total drauf, aber es ist einfach so anstrengend mit so einem jungen Kerl Snowboard zu fahren, alter Falter, ey. Krass, ey. Und was für ein Wetter hier, Wahnsinn. Genau, wir wollen mal einmal ganz kurz über Oliver Pocher reden. Wie gesagt, ich denke, jeder kann so ein bisschen verstehen, dass er in einer schwierigen Situation ist, dass es nicht toll ist. Und eine Frau, die ja oft, also mich wächst sie ja offensichtlich ja noch sehr liebt, wenn die sich trennt und dass es da vielleicht gibt es jemand anderes, vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Ja, das kann man alles super verstehen. Wie gesagt, ich konnte auch so diese frustrierten Sachen am Anfang verstehen. Aber gut, wir wissen natürlich auch ein bisschen, dass Oliver Pocher hat ja eine Historie von, ja, Influencer zumindest, beleidigen. Irgendwie, ich denke, sag, na gut, ich will diese Worte ja nicht alle wiederholen, was er an seiner Bildschirmkontrolle gesagt hat. Da habe ich auch noch gedacht, ja, die machen ja auch viel Scheiß, die Influencer. Und ja, aber es war auch schon, sagen wir mal ehrlich, es war auch schon oft wirklich komplett drüber raus. Aber was er da jetzt mit seiner Ex-Frau macht, das ist einfach, ich meine, ich finde es einfach nur noch disgusting, muss ich wirklich sagen. Also, es ist wirklich eine 1A-Schmierenkampagne, die er da abzieht. Also, es finde ich ja auch so typisch, dass es auch überhaupt kein Ende findet. Und jetzt. Ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ich habe es erst gestern Abend gesehen. Hat er da Fans belästigt auf dem Bijong-Konzert, und nicht Konzert, aus so einer Bijong-Veranstaltung, was auch immer der da macht, irgendwie Fans belästigt in der Reihe und ein Kamerateam da aufgetaucht und scheinbar auch noch, was ich ein bisschen befremdlich finde, mit dem irgendwie geredet, da irgendwie Backstage. Und ja, also ich muss wirklich sagen, ich muss wirklich sagen, mit Gefühl für Bijong, muss ich wirklich sagen, weil was auch immer du für einen Scheiß vielleicht gebaut hast oder einen wirklich gebaut hast, das ist ja auch gar nicht klar, wissen wir ja gar nicht irgendwie, ne? Ich meine, ich finde auch, diese ganzen Sachen, die man von ihm hört, sind jetzt nicht unbedingt positiv. Ist scheinbar wirkt er so, als wenn er seine Frau da irgendwie ein bisschen alleine gelassen hätte mit dem Kind und alles überhaupt nicht positiv. Aber mal ganz ehrlich, wie fühlt man sich, wenn einem Oliver Pocher die ganze Zeit hinterher ist und die ganze Zeit auf einem rumhackt, auf deinen Konzerten auftaucht. Also ich würde mich fühlen wie jemand, der einfach total krass gestalkt wird, ne? Und das ist psychisch natürlich eine enorme Belastung irgendwie. Und das wissen wir ja auch, also sowas kommt ja auch in meinem Gebiet vor, sag ich mal, dass Leute nach der Trennung irgendwie völlig Nerven verlieren und ja, einen stalken, einen versuchen zu beleidigen, einen versuchen öffentlich fertig zu machen, nennt man immer Fachjargon die Schmierenkampagne irgendwie. Und ob jetzt, wie gesagt, es gibt immer natürlich irgendwas, wo man irgendjemanden kritisieren kann, aber diese Art und Weise, ne, das wirklich so unablässig zu machen über Wochen und es findet überhaupt kein Ende. Und meiner Ansicht nach macht er den, ist jetzt ein bisschen hinkender Vergleich, ich weiß, aber er macht meiner Ansicht nach den gleichen Fehler, den Luke Mockridge gemacht hat, das einfach alles laufen zu lassen, ne? Laufen zu lassen und ja, nichts zu sagen. Also das, man sagt, denkt immer so, und das ist ja auch oft eine ganz gute Strategie, also nicht zu reagieren, nicht zu reagieren. Ich meine, ich denke auch nicht, er sollte öffentlich reagieren oder so, aber nicht zurückzuschießen und wie gesagt, versuchen, das so im Sande verlaufen zu lassen. Nur, das ist auch meine Erfahrung mit solchen Sachen. Es gibt einfach Konstellationen und hier ist auch eine, wo das hört nicht auf, das wird auch nicht aufhören in der nächsten Zeit. Das wird immer so weitergehen. Und dann sage ich immer so, ist meine Meinung auch als Coach, sag ich mal, dass man harte Grenzen setzen sollte. Du kannst einfach, das kennen wir auch aus toxischen Beziehungen, du kannst einfach irgendwann Sachen nicht mehr ignorieren. Und es ist nicht immer so, dass Leute von alleine aufhören. Und ich denke mal schon, dass das, was da passiert, ich bin kein Jurist, aber also neben Persönlichkeitsrecht gibt es ja auch noch ein Wettbewerbsrecht. Ich meine, die sind ja, ich meine, er nutzt ja auch dieses Belästigen von Bijongs Fans, um seine eigene Veranstaltung da zu verkaufen. Also ich denke mal schon, dass da auch wettbewerbsrechtlich eigentlich Ansatzpunkte sein sollten, wo man eben vielleicht einfach mal, ja, ein bisschen, hätte ich fast gesagt, die Fresse stoppen sollte. Also jetzt juristisch meine ich natürlich, ne? Wie gesagt, falls das möglich ist, ich wundere mich, dass er überhaupt nichts bekommt.
kommt, außer diese eine Geschichte da mit der Bild-Zeitung da. Aber dass da nichts kommt, wo er sagt, ey, es reicht jetzt irgendwie und was ich nicht, diese Abmahnung kriegt oder keine Ahnung. Also guckt euch das nicht ab, wollte ich auf jeden Fall sagen, dass eigentlich, was sie da machen, ist letztlich auch, müssen sie selber wissen, aber es sind erwachsene Menschen. Aber mein Rat ist, wenn ihr in solchen Situationen seid, wo euch so ein Ex komplett stalkt und taucht auf euren Veranstaltungen auf oder taucht vor eurem Haus auf, lasst euch das nicht bieten. Also nur ignorieren reicht da nicht. Ne? Ihr müsst auch, ja, muss man auch mal Grenzen setzen. Das kann man natürlich nicht alleine und dafür gibt es ein juristisches Framework, sage ich mal, das euch sicherlich die geeigneten Personen dann auch erklären können und lasst das nicht so zu. Also ich finde, das geht absolut zu weit. Ne? Ich finde, das ist wirklich, weiß ich nicht. Also, ja, also eine Person irgendwie so, also selbst wenn die was gehabt haben sollten, ich mein Gott, das passiert halt irgendwie, ne? Also da, das hat ja auch mit Liebe nichts mehr zu tun. Ne? Ich denke schon, dass er so Gefühle hat für sie, aber wenn diese Gefühle dann umschwappen in so, ich mache euch alle fertig, ne? Ich mache meine Ex fertig, ich mache ihn fertig, dann hat es mit Liebe nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur noch fucking Drecks-Ego. Sagen wir mal, wie es ist, es ist einfach nur Ego. Und es führt zu gar nichts, ne? Es führt zu nichts und es ist einfach so eine Art 3D-Art von Liebe, wo wir eigentlich langsam mal drüber hinweg sein sollten, ne? Wo man, also eine echte Liebe wäre jetzt zu sagen, hey, weißt du, wenn du jemand anders gut findest oder nicht mal mit mir zusammen sein willst, ja, dann, also gut, wir kennen die ganzen Hintergründe natürlich nicht, also wahrscheinlich weiß er Sachen, die wir nicht wissen, aber vielleicht ist es auch blöd gelaufen, vielleicht hat sie ihn belogen, alles möglich, aber trotzdem zu sagen, hey, wenn das deine Wahl ist, dann lasse ich dich da gehen, ne? Dann mach das irgendwie so, ne? Das wäre eine echte Liebe, so, ne? Also insofern und vor allen Dingen, was ich am krassesten finde, er hat ja wirklich, ich meine, klar, es war phasenweise wirklich witzig, er hat ja in dieser Corona-Zeit wirklich durchgängig Influencer beschimpft, teilweise beleidigt, genau, oder auch diese Iris-Kleingeschichte, ne? Auch diese Trennung, die es da gab, ja, hat das genutzt und hat gesagt, ja, guck mal, wie blöd die sich trennen und wie albern, jetzt entfolgen sie sich und er macht jetzt die Influencer-Trennung des Jahres. Ne? Er macht also das, was er kritisiert hat, macht er wirklich zehnfach, ne? Es ist einfach unglaublich und also, ich meine, für mich ist das wirklich das Next Level. Stell dir mal vor, du hast eine echt schwierige Beziehung gehabt. Offensichtlich war es ja zum Schluss zumindest wirklich schwierig zwischen den beiden. Du hast eine echt schwierige Beziehung gehabt. Du trennst dich irgendwann wirklich mühsam irgendwie und dann hast du einen berühmten Ex. Ich meine, und der wirklich alle Hebel nutzt, der wirklich konstant jeden Tag Content über dich erstellt oder irgendjemanden, mit dem du angeblich zusammen warst. Der seine ganze Show aufbauen wird, wahrscheinlich auf eurer Ehe. Also das ist wirklich next level Mobbing irgendwo oder weiß ich nicht. Ja, also es ist einfach eine Schmierenkampagne, dass man echt denkt, das gibt's nicht. Ich muss einfach mal so hart sein, weil man, weiß ich nicht, das ist einfach auch nicht mehr lustig, ne? Es ist einfach nicht mehr lustig. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ciao, ihr Lieben.